Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Heidorn, ich muss Ihnen in einer Sache einmal recht geben. Sie haben recht, wenn Sie feststellen, dass sich Ihr Block der Superdemokraten weitgehend in allen Angelegenheiten einig ist. Und es ist auch nicht verwunderlich in einem politischen System, in dem sich die Bundestagsparteien und ihre Vorfeldorganisationen auch durch Einflussnahme in Vereinen und anderen Organisationen den Staat zur Beute gemacht haben. Sinn und Zweck dieser Enquete-Kommission. Diese Enquete-Kommission ist genauso sinnlos wie die Enquete-Kommission in der 5. Legislaturperiode und wird genauso folgenlos sein wie die Vorgänger-Enquete-Kommission. Ich habe einzig und allein den Eindruck, dass diese Enquete-Kommission geschaffen worden ist, um einem weiteren Sozialdemokraten einen bezahlten Posten zu verschaffen, nämlich den Vorsitzendenposten, der ja auch entlohnt wird. Und diese Enquete-Kommission kommt mir vor wie eine Selbsthilfegruppe und die NPD-Fraktion nimmt da durch meine Person die Beobachterrolle ein. Für den zweiten Zwischenbericht der Enquete-Kommission hat unsere Fraktion für den Bereich Mobilität folgendes Sondervotum für die Maßnahmeempfehlungen abgegeben. Die Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission zur Mobilität, sofern sie überhaupt umgesetzt würden, könnten die Mobilität in der Fläche teilweise aufrechterhalten und zum Teil verbessern. Um allerdings die Kommunen in die Lage zu versetzen, einen bedarfsgerechten Personennahverkehr anzubieten, ist das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Pflicht, die aufgabengerechte Finanzausstattung der Gemeinden, Städte und Landkreise sicherzustellen. Für eine nachhaltige Mobilität ist eine Aufrechterhaltung der Bahninfrastruktur ebenso wie ein Erhaltungs- und Sanierungsprogramm für das Straßenverkehrsnetz unausweichlich. Die Einstellung der Südbahn, die beschlossen ist, und die Südbahn ist beerdigt, dessen muss sich jeder bewusst sein, um hier nur ein Beispiel zu nennen, ist in diesem Zusammenhang ein fatales Signal. Im ganzen Land wurden in den vergangenen Jahren scheinbar unrentable Bahnstrecken ausgedünnt und stillgelegt. Daraus wird ersichtlich, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern über kein langfristiges Verkehrskonzept verfügt, welches die Infrastruktur im Land zu erhalten beabsichtigt. Stattdessen wird die Verkehrspolitik vom Infrastrukturabbau dominiert. Die Landespolitik hat gleichwertige Lebensbedingungen im Land zu gewährleisten und muss daher sicherstellen, dass vor allem auch der ländliche Raum vom öffentlichen Personennahverkehr nicht abgekoppelt wird. Die Entscheidungen der Landesregierung in den vergangenen Jahren lassen allerdings schlimme Auswirkungen für den ländlichen Raum befürchten. Durch die Entscheidungen der Landesregierung wird von dieser die Mobilität im ländlichen Raum zunehmend in Frage gestellt. Doch wer leichtfertig vorhandene Infrastruktur nicht nur in Frage stellt, sondern aufgibt, hat das Land schon längst aufgegeben. Zur Gesundheitsversorgung haben wir kein Sondervotum eingereicht, weil so umfassende Maßnahmen erforderlich sind, um das Gesundheitswesen in unserer Heimat zukunftsfest zu machen. Allein die Diskussion über die Reduzierung von Krankenhäusern, die von dem Vorsitzenden Heidorn positiv begleitet worden ist, zeigt, dass die Konzentrierung der Landespolitik einzig und allein auf den Zentren liegt. Die Tätigkeit der Enquete-Kommission geht nach wie vor an der Lebenswirklichkeit vorbei. Sie wollen aus Mecklenburg-Vorpommern einen Altersruhesitz entwickeln, in dem die Senioren sich in den Zentren aufzuhalten haben. Und auch die Aussagen des Ausschussvorsitzenden oder Enquete-Kommissionsvorsitzenden Heindorn in diesem Zusammenhang sind sehr bezeichnend. Wir von der NPD-Fraktion wünschen uns hingegen eine Heimat, in der die ländlichen Räume den gleichen Stellenwert haben wie die Städte. Eine Heimat, in der die Generationen respektvoll und gemeinschaftlich miteinander umgehen. Das Hauptaugenmerk einer Enquete-Kommission müsste statt älter werden in Mecklenburg-Vorpommern Leben in Mecklenburg-Vorpommern lauten. Aber die Einbeziehung familienpolitischer Maßnahmen haben Sie in Ihrer ignoranten Art und Weise abgelehnt. Bereits jetzt ist absehbar, dass die Enquete-Kommission viel Zeit und Finanzmittel verbraucht, aber keine positiven Veränderungen für unser Land herbeiführen wird. So die Stellungnahme der NPD-Fraktion. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, Herr Heidorn, es hilft nicht,
dass Sie sich hier hinstellen und versuchen, das, was der Herr Köster treffend formuliert hat, aus Sicht der NPD-Fraktion zu verwässern. Deswegen noch mal zum Mitschreiben für Sie, was Herr Köster ausgeführt hat, auf die zwei Punkte, die Sie gerade eingingen. Erstens, er hat herausgearbeitet, dass, was sich auch in der Konzeption der wirtschaftspolitischen Ausrichtung der Blockparteien spiegelt, und zwar ist das ganz klar der Clustergedanke. Das heißt also der Konzentration von Leben in Zentren. Und genau das hat er zu Recht kritisiert, weil er sagt, in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern ist es nicht denkbar und es ist auch nicht sozial verantwortliche Politik zu sagen, wir ziehen die ältere Bevölkerung, und darauf hat er sich bezogen, und das ist ihr Trend, auf die Zentren, wenn möglichst sogar auf die größeren Städte. Nichts anderes hat er gesagt, er hat sich eingesetzt für ein Leben von Jung und Alt in der Fläche, das zu lassen, das können Sie dann im Protokoll nachlesen. Verdrehen Sie bitte Herrn Köster nicht das Wort im Munde. Das ist der erste Punkt. Und den zweiten Punkt, den Sie ansprachen, den möchte ich auch ganz kurz aus unserer Position beleuchten. Und das ist die Formulierung, die Herr Köster auch zu Recht gewählt hat, weil das immer auch Ihre Diktion ist, nach der Sie dann nicht handeln. Und zwar ist das der Auftrag, gleiche Lebensverhältnisse in Mecklenburg-Vorpommern für möglichst viele Menschen anzustreben. Und dazu ist es eben nicht so, wie Sie sagen, dass also wir uns stören oder wir ignorieren würden, dass zum Beispiel in Schwerin die Versorgungssituation eine bessere ist als in Lübtheen, wo ich herkomme. Das ist eine Binsenweisheit, das brauchen Sie den Leuten draußen nicht zu erklären. Wo es Herrn Köster darum ging und wo es uns als Nationaldemokraten darum geht, ist, dass das Ausbluten in der Fläche verhindert werden muss. Und Herr Köster hat zu Recht die Grundlagen noch einmal herausgearbeitet, ohne die eine in der Fläche vernünftige Versorgung unmöglich wird, indem man nämlich die Infrastruktur, die Mobilität abbaut. Er hat das Beispiel der Bahnverbindungen genannt und Sie stellen sich hier hin und machen den Oberschullehrer. Das wird man draußen an der Praxis merken, dass Sie in der Beziehung eine unqualifizierte Äußerung hier gemacht haben, weil die Menschen in der Fläche, auch bei mir in der kleinen Stadt, merken, dass doch die Läden zunehmend leer stehen und Sie mit Ihrer Politik genau das. Ich schließe die